Hallo und herzlich willkommen zur Rache des Sub Juli. Ich schaue mir jetzt gleich mit euch zusammen an, welche Bücher im Juli 2021 neu bei mir eingezogen sind. Und dann gucken wir mal, was davon auf dem Sub liegt, dem Stapel ungelesener Bücher. Dann habe ich 3 Monate Zeit, die Bücher, die da immer noch liegen und ungelesen sind, zu lesen. Wenn nicht, dann muss es aussortiert werden. Oder ich zahle eine Gebühr, eine Spende, was ich mir selbst auferlege, an eine gemeinnützige Organisation, um dieses Buch behalten zu dürfen. Und jetzt schaue ich mal, wie der Juli 2021 so gelaufen ist. Was ich eben schon eingangs sagte, wozu ich sehr viel gekommen bin, ist offensichtlich Bücher kaufen, bestellen, anfordern. Ich kann es einfach nicht lassen. Es ist so witzig. Ich habe gerade eben just in dieser Sekunde meine Rache des Juni abgedreht. Es ist jetzt Anfang Mai. Es ist ein bisschen Zeit dazwischen, aber ich habe jetzt am 1. Mai einfach Zeit gehabt. Und manchmal drehe ich die Rachen auch schon 2 Videos vorweg. Dann weiß ich halt, was auf mich zukommt. Aber ich versuche nicht vorher die Bücher schon zu lesen, sondern dann wirklich auch diese 3 Monate mir Zeit zu gönnen. Und der Juni, die Rache Juni, wer es gesehen hat, war richtig gut. Es ist nämlich kein Buch bei mir gelandet, weil ich im Juni 2021 nur einen richtigen Roman-Neuzugang hatte. Ja, und jetzt ist genau das passiert, was ich gerade eben in dem anderen Video gesagt habe. Auf so einem Monat der Enthaltsamkeit und der, ja, Vernünftigkeit sein, super Deutsch, des Vernünftigseins, folgt gerne mal eine Eskalation. Und ich glaube, genau das haben wir hier. Ja, schauen wir uns mal an, was alles im Juli 2021 bei mir eingezogen ist. Ich hoffe, vieles davon ist gelesen. Ja, das gucken wir jetzt mal. Ich habe im sozialen Kaufhaus habe ich wieder einiges abgegeben und habe da auch wieder gestöbert. Ich war sehr, sehr lange nicht da. Ich glaube tatsächlich nach Öffnung, nach dem letzten Lockdown, noch gar nicht. Ja, weil ich wollte auch dann einen großen Stapel Bücher hinbringen. Ich habe viele Bücher immer bei Tauschticket und wenn die dann eine gewisse Zeit nicht weggehen, dann landen sie im sozialen Kaufhaus oder demnächst mal in einem Bücherschrank, aber dazu dann später mehr. Und ich habe dort ein Buch entdeckt, was ich von der Autorin noch nicht habe und ich will ja ganz, ganz viel von ihr lesen und hier habe ich schon viel. Immerhin habe ich schon 2, 3 Bücher von ihr gelesen. Ja. Eins hat mir nicht gefallen, aber ich liebe Adriana Popescu und ich liebe ihr Instagram-Profil und ja, dieses Buch hatte ich noch nicht in meinem Besitz. Mein Sommer auf dem Mond und davon schwärmen auch sehr, sehr viele. Ich habe einige Kindle-Bücher, die sind auf dem Kindle-Sub, was nicht so schlimm ist, aber die physischen, ja. Das war meine Adriana Popescu-Phase, wo ich viele Bücher gekauft habe, aber nichts davon gelesen. Mein Sommer auf dem Mond ist noch ungelesen. Ja, Buch Nummer 1 fängt ja schon mal super an. Ich zeige euch die am Ende des Videos nochmal ausführlich. Ich zeige euch erstmal die beiden Wunschlistenbücher, die ich mitgenommen habe. Und zwar, da werden glaube ich einige Booktuber jetzt aufschreien. Ich weiß nicht, hat man schon gesehen? Es ist Frederik Backmann, Stadt der großen Träume. Ich weiß, die Ruth schwärmt davon. Ich glaube, die Anja hat es auch schon gelesen, zumindest. Ja, und irgendwie noch mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Autor und dieses Buch, das ist ganz schön klein geschrieben, sehr oft in der Booktube-Welt gesehen habe und es ist super gut erhalten. Es ist eine richtig schöne, also fühlt sich richtig gut an, richtig schöne Ausgabe und das ist scheinbar auch Frederik Backmann. Ich finde das Zitat sehr cool. Meine Figuren haben alle ihre schlechten Seiten von mir und ihre guten von den Menschen, die ich liebe. Das nächste Buch, und das ist kein dünnes Buch und offenbar auch klein geschrieben, wie ich es selber sage, Stadt der großen Träume, Frederik Backmann. Naja, zeige ich euch auch gleich noch. Wirklich kein Mangel. Grandios. Und auch dieses Buch habe ich bei Ruth gesehen. Achso, ich hatte auch den All You Can Read Mädels ein Bild geschickt und meinte, oh, welches Buch soll ich nehmen? Und ja, wie die so sind, haben sie gesagt, alle. Was soll ich tun? Das war ein Auftrag. Emily Henry, verliebt in deine schönsten Seiten. Und wenn Ruth einen Liebesroman empfiehlt, dann komme ich dem gerne mal nach. Ja, Emily Henry, verliebt in deine schönsten Seiten. Zum Glück habe ich das immerhin gelesen. Ich glaube, ich habe es auch als Hörbuch gehört. Und das hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein Romance-Buch über 2 Autoren, die sich eigentlich nicht so mögen, aber dann, ich glaube, an einem Urlaubsort irgendwie nebeneinander wohnen. Und, oder sie ist irgendwo, wo er wohnt. Na, egal. Sie treffen aufeinander und irgendwie kommt es dazu. Also er schreibt so männliche Bücher, also ich glaube so Thriller oder sowas in der Art. Das ist Romane, also literarische Sachen. Oh, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall was vermeintlich Wertvolleres, was manche Menschen denken. Und sie schreibt eben Romance, glaube ich. Und irgendwie vereinbaren sie sich, dass
der jeweils andere etwas in der Art schreibt wie der andere oder so. Auf jeden Fall geht es ums Schreiben und es geht um diesen kleinen süßen Ort und die beiden, die sich natürlich dabei näher kommen. Und ich mochte das echt gerne. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Sterne ich gegeben habe. Habe auch schon wieder einiges vergessen. Aber es war ein schönes Hörbuch und es hat mir gut gefallen. Von daher, vor allen Dingen ist es nicht mehr auf dem Sub. Zwei Büchereien erschauen. Mal gucken, was noch kommt. Es ist jetzt hier. Wenn ich Bock auf Thriller habe. Es sieht auch echt cool aus, ne? Von Michael Robotham. Ich kann es gerade nicht lesen. Die Rivalin. Ein Thriller aus dem Goldman Verlag. Habe ich spontan mitgenommen, weil es mir vom Buchhändler empfohlen wurde. Ich habe es irgendwann aussortiert, weil ich in der Phase überhaupt gar keinen Bock auf Thriller hatte und ja, irgendwie von dem Buch auch noch woanders nie gehört habe. Vielleicht habe ich was verpasst, aber es ist immerhin ein Neuzugang, der irgendwann wieder ungelesen ausgezogen ist. Ja, schreibt mir gerne, falls ihr es gelesen habt und ich da ein Highlight verpasst habe. So, dann habe ich noch zwei Rezensionsexemplare. Das eine wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zeitnah gelesen, nämlich Anfang August, wenn wir mit Harry Potter durch sind, geht's im All You Can Read Buchclub, ich glaube ohne Ramona, aber mit dem Rest weiter. Und zwar lesen wir den neuen Simon Beckett und ich bin so gespannt. Simon Beckett, Die Verlorenen, ist ja der Auftakt einer neuen Reihe. Ja, Simon Beckett, Die Verlorenen, der Beginn einer neuen Reihe, das haben wir im All You Can Read Buchclub gelesen, ohne Ramona. Und es war so ein schlechtes Buch. Wir haben es überhaupt nicht gemocht. Die David Hunter-Reihe mochte ich voll gerne. Aber wir haben, also ich auch, also nicht nur wir, ich persönlich spreche jetzt ja erstmal, habe da Simon Beckett überhaupt nicht wiedererkannt. Es war plump, es war vorhersehbar, es war, der Protagonist war total unlogisch, hat unlogisch gehandelt und es hat einfach überhaupt, es war absurd, es war wirklich schlecht. Ich weiß gar nicht, ob die Reihe fortgesetzt wurde. Gab es da einen zweiten Band? Müsste ich mal recherchieren. Würde mich jetzt echt interessieren, weil ich glaube, ich habe jetzt nicht so viel Gutes gehört. Also das war wirklich nichts. Es war ein Rezensionsexemplar. Zum Glück habe ich nichts dafür bezahlt. Aber ich musste es dann leider, wahrscheinlich im August haben wir das gelesen, 21, schlecht bewerten, weil es wirklich kein gutes Buch war, was total schade ist, weil der Autor es eigentlich kann. Aber hier weiß ich auch nicht, was da passiert ist. Das mochten wir gar nicht. Aber was ich mag, ist, dass dieses Buch nicht mehr auf dem Sub ist. Da wurde ich wieder schwach. Der Verlag hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich das Buch haben möchte. Und es war auch auf meiner Wunschliste. Stuart Turton sagt vielen vielleicht etwas durch sein Erstlingswerk, Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle. Da hat er ja mehrere Jahre dran geschrieben. Und ich habe es auch in der Leserunde mit einem Teil des All You Can Read Buchclubs gelesen. Sein neues Buch heißt Der Tod und das dunkle Meer und ich habe schon versucht, also es ist ja absolut in Ordnung, dass sie die Leseexemplare kennzeichnen und hier hinten steht auch Leseexemplar, aber Leute, warum denn so ein großer, roter, dicker Aufkleber und ich habe mir gerade die Nägel frisch lackiert. Ich muss das irgendwie vorsichtig abbekommen, es ist so hässlich. Ja, was ich gerne verheimlichen würde, wäre, dass ich dieses Rezensionsexemplar noch immer nicht gelesen habe. Ich sehe es hier regelmäßig, da ist es. Ich zeige euch alle Bücher gleich nochmal. Aber ja, ich habe irgendwie einfach immer noch nicht dazu gegriffen. Nun gut, jetzt ist es auf der Rache mit zwei anderen Büchern. Ja, das ist jetzt nicht so ein erfolgreicher Monat. Aber schauen wir mal. Ich habe ja Zeit, August, September, Oktober das zu lesen. So Herbstanfang. Ich hole mal die Bücher. So Leute, das sind die drei Bücher. Und drei Bücher ist schon viel, aber könnte man jetzt sagen, naja. Aber schaut euch mal, was für dicke Schinken das sind. Und ich glaube, das weniger umfangreichste ist noch Adriana Popescus, Mein Sommer auf dem Mond. Ich glaube, ist das nicht das Buch, was jetzt auch verfilmt wurde? Ich glaube. Also es ist groß geschrieben. Adrianas Schreibstil ist toll. Das ist aus dem sozialen Kaufhaus. Und es geht um cooler Sportler, niedliche Träumerin, lässiger Underdog und freche Sprücheklopferin. Alles nur Fassade. Und die müssen Fritzi, Bastian, Tim und Sarah aufgeben, als sie mit ihren tiefsten Geheimnissen im Therapiezentrum auf Rügen landen. Einen lebensveränderten Sommer lang werden die vier vom Schicksal zusammengewürfelt und ordentlich durchgeschüttelt. Dabei wachsen sie über sich hinaus, finden ihr wahres Selbst, großen Mut und entdecken die erste wahre Liebe. Ein Jugendroman. Wir haben jetzt wie gesagt Mai, ich lese gerade ein Adriana Popescu-Buch, was mir auch gut gefällt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Bock habe schon wieder auf Jugendroman. Schreibstil ist toll, das ist unbestritten. Ja,
Schauen wir mal. Schauen wir mal, wann ich dazu greifen werde. Aber wahrscheinlich noch eher als zu den anderen, weil sie mir wirklich vom Umfang her Bauchschmerzen bereiten. Was mir inhaltlich aber keine Bauchschmerzen bereitet, weil so viele Leute davon schwärmen. Und ist das auch aus dem sozialen Kaufhaus? Nee, ich glaube, das war ein Mängelexemplar. Es hat hier unten nur eine kleine Rille, also so einen kleinen Knick. Aber es ist ansonsten super erhalten. Stadt der großen Träume von Frederik Backmann. Und es ist wirklich klein geschrieben und hat viele 500 Seiten. So viele lieben dieses Buch und auch die anderen Bücher, die in dieser Kleinstadt in Björnstadt spielen. Und es wird wirklich Zeit, dass ich das auch mal entdecke für mich. Vielleicht ist es wie für alle anderen auch so ein Highlight, dass ich ja, das recht flott weglese, weil es gibt Bücher, die sind zwar dick und umfangreich, aber schaffen es durch den Schreibstil und durch die Story einen so in Bann zu ziehen, dass man durch die Seiten fliegt. Ich hoffe, das ist hier der Fall. Auf welcher Seite stehst du und wo gehören wir wirklich hin? In Björnstadt halten die Menschen zusammen. Ihre Devise ist, hart arbeiten, nicht beschweren und dem Rest der Welt zeigen, woher wir kommen. Das Leben hier war noch nie leicht, aber nun steht die Zukunft auf dem Spiel. Alle Hoffnungen liegen auf den Schultern ein paar junger Björnstädter. Noch an keiner, dass sich ihre Gemeinschaft über Nacht für immer verändern wird. Ich weiß, es ist jetzt nicht so viel beschrieben, es geht eben um diese Kleinstadt und ich weiß, es geht irgendwie um Eishockey. Und darum, dass es toll ist, das Buch. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich irgendwie auch, dass ich jetzt endlich lese. Aber es ist natürlich echt ein Monat, der reinhaut. Ne? Also, gut, dass im Juni nichts dazu gekommen ist. Und das ist natürlich unangenehm. Hoch 10, ein Leseexemplar. Ihr seht, ich habe es auch nicht weiter versucht, weil es wirklich nicht gut abgeht. Vielleicht probiere ich es nochmal. Stuart Turton, Der Tod und das dunkle Meer. Ein wunderschönes Buch, aber auch echt ein Klopper. Und ich weiß, dass die 7 Tode der Evelyn Hardcastle mich total gefordert hat, aber ich es am Ende so genial fand. Und ich weiß gar nicht, ob Stuart Turton noch mehr geschrieben hat, weil Der Tod und das dunkle Meer kam relativ gefühlt zeitnah nach Evelyn Hardcastles totalem Erfolg raus. Und ja, schauen wir mal, ob ich damit klarkomme. Ich glaube halt, weil zumindest wenn es genauso ist wie Evelyn Hardcastle, das glaube ich schon, vom Grundstil her, sind die Bücher sehr komplex. Und das kann ich nicht einfach so gemütlich weglesen, wie zum Beispiel mein Sommer auf dem Mond, so ein Jugendbuch. Deswegen muss ich dafür irgendwie auch die Ruhe und Zeit haben. Mal schauen, wann dem so ist. Wir haben jetzt Anfang Mai, eigentlich darf ich erst im Juli ja anfangen, es zu lesen. Von daher schaue ich mal. Ich glaube, es ist eher so ein Herbstbuch, aber ja. Also ich wollte euch ja vielleicht noch vorlesen, worum es geht. 1634, Mord auf hoher See, ein Schiff auf dem Weg von Indonesien nach Amsterdam, eine dunkle Prophezeiung und ein genialer Detektiv, der selbst Gefangener ist. Samuel Pipps und sein Assistent Aaron Hayes stehen vor dem Fall ihres Lebens, denn der Teufel ist mit an Bord. Aberglaube, Hexenjagd, Machtgier. Stuart Turton führt uns ins dunkle Meer der menschlichen Abgründe. Und The Guardian hat gesagt, Stuart Turton ist zurück mit einem unwiderstehlichen maritimen Thriller voll Mord und Verschwörung, schauerliches Seemannsgarn. Das ist speziell, dafür muss ich in La Laune sein und Bock haben. Ich bin gespannt, wann es soweit ist. Und es wird dann wirklich Zeit, dieses Leseexemplar endlich zu lesen. Ja, es wird wirklich Zeit. Das war die doch recht umfangreiche Rache Juli. Ja, es ist wie es ist. Es müssen ja irgendwann diese Bücher kommen. Ich habe noch ein paar auf dem Sub. Ja, und das sind nicht alles komplette Neuzugänge aus diesem Jahr. Von daher, es ist wie es ist. Ich werde mich jetzt nicht länger selbst bedauern, sondern Videos schneiden. Und vielleicht schaffe ich es heute auch noch ein bisschen zu lesen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Wir sehen uns beim nächsten Video. Entweder der Rache oder einem anderen buchigen oder reiseinhaltsschweren Video. Und ja, bis dahin. Tschüss.